Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin wieder Avenger und ja, ich habe jetzt mal ein krasses Thema eigentlich. Viele Streamer, YouTuber etc., auch die YouNow-Kollegen, fragen sich momentan, brauche ich eine Lizenz zum Streamen, ja oder nein? Das Ganze liegt ja unter diesem Rundfunkstaatsvertrag, RSTV, glaube ich, ist das kürzlich geregelt. Und um was es sich da genau handelt, ich habe ein bisschen recherchiert, habe für euch nachgefragt und ja, was dabei rausgekommen ist, seht ihr gleich. Oh nein. Ja, viele haben es ja schon gehört. PeteSmiet wurde angezeigt von den Behörden, dass er eine Rundfunklizenz bräuchte für seine Streams. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, weil ich stream ja auch, wie ihr wahrscheinlich wisst. Viele Freunde von mir streamen auch, unter anderem auch der Pascal, der ja regelmäßig Minecraft streamt. Und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht. Ich war auf der öffentlichen Seite für bundestag.de. Da sind ein paar richtig krasse Informationen. Die werde ich auch mal unten in der Videobeschreibung für euch verlinken. Da könnt ihr euch selber auch mal ein bisschen informieren. Ich habe auch ein paar verschiedene Videos gefunden etc. Also es gibt ganz, ganz viele und verzwickte Regelungen dafür, was man eigentlich für einen Livestream bzw. was man für eine YouTube-Lizenz benötigt. Also was für Kriterien man erfüllen muss, dass man wirklich eine Lizenz braucht. So, das Ganze steht unter anderem in dem Gesetz Rundfunkstaatsvertrag. Das ist eine kürzlich, ich glaube, das ist eine Abkürzung, habe ich gelesen. Das ist noch ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall, das Angebot muss linear sein. Das heißt folgendermaßen, dass man ein Angebot praktisch zur selben Zeit, also dass mehrere User zur selben Zeit dein Angebot abrufen können. Dein Livestream sozusagen. So. Viele werden sich jetzt fragen, was ist denn eigentlich mit den Videos, die man auf YouTube bereitstellt zu diesem Ganzen? Weil das können ja auch viele parallel irgendwie mal abrufen. Das läuft aber unter dem Begriff On Demand. Das heißt, dass man dieses auf Abruf praktisch, ja, wie der Name schon sagt, abrufen kann. Dass man dieses anschauen kann auf Abruf. Also das unterliegt nicht dem Gesetz, also dieser Richtlinie auf jeden Fall. Und ja, wie schon gesagt, dieses Linear-Verhältnis, also das Linear steht da auf jeden Fall, wie das jetzt erklärt wird, soweit ich das verstanden habe, so. Das Ganze muss einen Sendeplan haben. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel reinschreibt auf eurem Channel, wie auch immer, bei Twitch oder so, dass ihr jetzt jeden Dienstag um 15 Uhr, sagen wir jetzt mal, dass ihr da streamen wollt, dann gilt das schon als ein Zeitplan. Ja, und das Ganze muss dann auch praktisch noch redaktionell geleitet sein. Da habe ich mir dann gedacht, okay, redaktionell, ich meine, eine Redaktion haben wir ja nicht. Also ich nicht. Und Pascal auch nicht. Und alle anderen irgendwie auch nicht. Das ist aber irgendwie falsch. Die haben das so beschrieben, redaktionell gilt schon dann, wenn man in einem Video seine Meinung äußert, also so wie ich jetzt, oder und wenn man etwas kommentiert, das heißt speziell auf Sachen eingeht, über die man berichtet. So wie ich meistens dann. Nicht? Also wie schon gesagt, das muss auf jeden Fall im Stream vorhanden sein. Viele werden sich denken, okay, Let's Plays, läuft jetzt nicht unbedingt darunter. In dem Moment, wo ihr das Let's Play schon kommentiert, ob ihr da jetzt irgendwelche Sachen dazu erzählt oder ob ihr mit eurem Kollegen sich über irgendwas da drin äußert, dann geht das schon als Kommentieren und ist dann praktisch redaktionell. So habe ich das verstanden. Wie schon gesagt, wenn ihr euch den Text da unten mal richtig durchlest, das sind ein Haufen Seiten, Alter, dann könnt ihr mir vielleicht, wenn ich das falsch verstanden haben sollte, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben und ich werde dann nochmal darauf speziell im nächsten Video eingehen. Ja, wie schon gesagt, so viel zu dem Linear. Was jetzt noch ein Kriterium war unbedingt, was ich jetzt auch noch verstanden habe, ist, es muss für, also gesetzlich geregelt sind 500 Personen, die gleichzeitig dann also deinen Livestream anschauen können. Wenn man das jetzt begrenzen würde auf unter 500, dann würdet ihr praktisch um diese Lizenz außenrum kommen. Ich meine jetzt so YouTuber wie ihr und ich, die knapp 200 Abonnenten haben, wo maximal 8 bis 10 Leute zuschauen gleichzeitig, die betrifft das natürlich nicht. Wenn ich mir aber jetzt YouNow angucke, wo die meisten dann praktisch schon so um die 1000, 1200 Aufrufe haben, dann ist das dann schon wieder so eine Richtlinie, wo ich mir dann denke, ach du Scheiße, ey. Wie viele Streamer müssten dann jetzt schon gefickt sein in dem Moment, wo es eigentlich live geht? Das ist schon eine ziemlich harte Geschichte, meiner Meinung nach. Also, wie schon gesagt, diese paar Punkte habe ich mir jetzt halt so rausgepickt, was jetzt dafür wirklich relevant ist. Das waren sie eigentlich schon. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Podcast oder dieses On-Demand-Podcast ist ja eigentlich eine reine Audio-Übertragung, also wie Radiosender praktisch. Wenn ihr dann in eurem Livestream einfach so ein Bild anzeigt und kommentiert dann ist das wiederum die Mediengeschichte unter Podcast oder so, wie sich das schimpft. Keine Ahnung.
dann umgeht ihr auch dieses Gesetz. Aber wie schon gesagt, solange ihr unter 500 Zuschauern seid und das Ganze auf YouTube nur on demand macht, also auf Abruf schaubar, ist das für euch erstmal kein Problem. Wenn ihr jetzt natürlich dann auf Stream oder Juna oder wo ihr gerade seid oder auf YouTube, so wie ich natürlich, wenn ihr dann über 500 Zuschauer gleichzeitig habt und habt einen Sendeplan, dann müsstet ihr euch wirklich darüber im Klaren sein, dass ihr für sowas eine Lizenz bräuchtet. Natürlich wissen wir jetzt nicht, ob die großen YouTuber jetzt auch betroffen sind, ob die jetzt eine Lizenz brauchen, weil da gibt es ja schon einige nicht. Vielleicht werden die es aber auch schon Bescheid wissen. Ich meine, die sind ja nicht blöd. Die werden auch wahrscheinlich von ihren Netzwerken dementsprechend unterstützt werden, aber wie schon gesagt, Pizmeet ist halt jetzt das aktuellste Opfer, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, so viel erstmal dazu. Ich hoffe, vielen von euch konnte ich ein bisschen helfen. Wie schon gesagt, wenn ihr diese Texte ein bisschen anders versteht, sagt es mir auf jeden Fall, teilt es mir mit und wie schon gesagt. Jetzt kommen noch ein paar kleine Informationen für euch. Ich habe wieder mal ein kleines, eine Verlosung habe ich für euch vorbereitet. Und zwar wieder mal ein T-Shirt mit jeweils diesen Motiven, also was heißt jeweils, ihr könnt euch natürlich eins davon aussuchen und wie schon gesagt, und wieder eine Paysafe-Karte oder eine iTunes-Store-Karte oder eine Android-Store, wie auch immer, oder Google Play, weiß der Geier, scheiße, nein, was ich halt immer so anbiete, Playstation oder, müsst ihr halt dann mit unten in die Kommentare reinschreiben. Kriterien dafür sind folgende. Und zwar, ich habe mir mal ganz was Besonderes überlegt. Ich möchte jetzt nicht die kommentieren, praktisch auswählen, sondern ich möchte jetzt mal was ganz anderes probieren. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ich möchte irgendwie meine Reichweite vergrößern oder sonst was. Das ist einfach mal so ein, ja, wie soll ich sagen, ein neueres Konzept von mir. Ich möchte einfach mal wissen, wie weit ich mit euch komme und wie sich das Ganze verhält. Folgendermaßen. Derjenige, der mitmacht, muss natürlich ein Abonnent von mir sein. Ist ja völlig logisch. So, jetzt geht es aber darum, dass ihr jetzt Leute anwerben sollt, praktisch auf mein Video zu kommen oder auf meine Videos und die dann einfach reinschreiben Hashtag und euren Kanalnamen. Das reicht völlig. Ihr braucht nicht irgendwie denen jetzt zu sagen, ihr müsst es jetzt ganz gucken oder müsst jetzt ein Like geben, sondern ihr müsst einfach nur Hashtag jetzt zum Beispiel Schütze03 oder Hashtag Honeywolle oder Hashtag Pascal spielt oder Hashtag LinkManualone. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall, darauf wird es hinauslaufen und das werde ich dann zählen. Natürlich wäre es auch cool, wenn ihr ein Like geben würdet. Auf jeden Fall. Das wäre mega nice und wenn das natürlich die euch dann praktisch fördern, damit die das auch machen würden. Aber wie schon gesagt. Ja, ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte. Wie schon gesagt, die mitmachen, müssen Abonnent sein, müssen ein paar Leute fragen. Die müssen dann unten schreiben, Hashtag bla bla bla. Und das werde ich dann auszählen. Ich würde mal sagen, dass die Verlosung geht jetzt 2 Wochen. Ich habe schon lange keine mehr gemacht. Wie schon gesagt, ab heute in 2 Wochen, also in 2 Wochen der Sonntag, wird das Ganze dann, oder Montag, ich weiß gar nicht, wenn ich das Video hochlade. Vielleicht schaffe ich es noch, vielleicht nicht. Auf jeden Fall, das wäre mal ganz cool, mal zu probieren, ob das funktioniert oder nicht. Tja, sind wir auch schon wieder in der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall am Mittwoch wieder. Wie schon gesagt, wenn ihr aus dem Text schlauer geworden seid wie ich, dann oder mich korrigieren wollt, dann schreibt mir das am besten unten in die Kommentare. Und wie schon gesagt, denkt an die Verlosung. Wie schon gesagt, Kriterien, Abonnent von mir sein, Leute dazu bringen, mein Video anzuschauen, Hashtag bla bla, also Kanalnamen hinschreiben und schon seid ihr dabei. Oder vielleicht denken wir an die Videos. Auf jeden Fall, hier drüben ist mein letztes Video, da könnt ihr mal reinschneiden, warum die Hälfte meiner Playlist verschwunden ist. Da habt ihr auf jeden Fall meine Fratze zum Abonnieren. Für die, die jetzt noch eingeschaltet haben und die mich recht cool fanden und keine Folge mehr verpassen wollen, auf jeden Fall immer wieder, ne? Dann haben wir hier noch den Honeywolle. Sehr geiler Kanal für alle, die auf Top 5 Videos stehen und so kleine Vlogger-Suchtis sind. Oder Vlog-Suchtis, wie man das auch nennt. Dann schaut auf jeden Fall bei ihm rein, der macht das richtig geil. Und ja, mich hat auf jeden Fall begeistert. Die Abstimmung der Letzte hat ergeben, dass ich meinen Let's-Play-Channel wieder aufmachen soll. Also die nächsten Streams werden auf jeden Fall bei meinem Let's-Play-Channel hochgeladen oder gestreamt werden. Je nachdem, auf was ich gerade Lust habe. Also auf jeden Fall da reinschauen. Und wie schon gesagt, es ist eigentlich alles gesagt. Wenn ihr mich cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig, richtig geil fandet, wieder diesen. Ich bin euer Avenger und ja, was gibt's noch viel zu sagen. See you next time, euer Avenger. Haut rein. Bis dann. Servus, alter Schwede.